Herzlich willkommen, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Live-Übertragung von der Ankunft des Papstes hier in Panama auf dem internationalen Flughafen von Panama-Stadt. Es ist die 26. apostolische Reise des Papstes. Anlass dieser Reise ist der Weltjugendtag, der hier in Panama stattfindet. Mit mir wird kommentieren Robert Raut. Herzlich willkommen, Robert. Herzlich willkommen, Martin. Wir sind ja schon einige Tage hier. Es ist sehr windig, wie Sie sehen. Es ist heiß und schwül. Eine wunderbare Atmosphäre gleichwohl. Wir waren ja gestern Abend und haben das ja schon übertragen bei der Willkommensfeier mit dabei. Ja, der erste große Höhepunkt war die offizielle Eröffnungsfeier mit 150.000 Teilnehmern, Jugendlichen aus der ganzen Welt. Aus mehr als 170 Ländern sind hier hingekommen, um ein Fest der Jugend, ein Fest des Glaubens und Gemeinschaft der Weltkirche zu erleben. Und das durften wir mit frohen Gesängen, mit einer sehr gut aufgelegten jungen Meute hier erleben. Und ich glaube, diese Atmosphäre wird sich auch in den kommenden Tagen durchziehen. Also wir dürfen gespannt sein. Es hat zwar etwas von katholischem Karneval in Rio, aber hier in Panama. Ich habe gesagt, wir haben das von hier übertragen. Hier stehen wir nämlich an der Cinta Costera und sind nicht am Flughafen selbst. Wir übertragen natürlich gleich vom Flughafen. Wenn wir die ersten Bilder sehen, werden wir rüberschalten und Ihnen die Bilder zeigen, verehrte Zuschauer. Aber hier sind wir an der Cinta Costera. Was ist eigentlich die Cinta Costera? Was heißt das Wort? Ja, also eigentlich dieser Küstenstreifen, das können die Zuschauer auch im Hintergrund wahrnehmen. Und zwar ein Streifen sozusagen, der auch vom Meer aus gewonnen wird. Also es geht um Landgewinnung. Weil gutes Land ist ja in Panama hier am Küstenstreifen auch eher rar. Immer schon ein unwirtliches Land gewesen mit Sümpfen, mit Dschungeln, wo ja auch viele Europäer, die hier hingekommen sind, zunächst einmal von verschiedensten Krankheiten heimgesucht worden sind. Und die Cinta Costera ist sozusagen einer der Treffpunkte, wo die Jugendlichen zusammenkommen werden, um einige der Hauptereignisse gemeinsam zu erleben. Also bis zum Freitag eigentlich, also gestern die Eröffnungsmesse, es wird morgen Abend die Willkommensfeier für den Papst hier stattfinden und dann am Freitag der große Kreuzweg, auf den wir uns auch freuen, der immer sehr eindrucksvoll ist, finde ich, in den vergangenen Weltjugendtagen immer einer auch der emotionalen und wirklich bewegenden Highlights ist. Ja, jeder Weltjugendtag hat ja eine gewisse Dramaturgie, die aufgebaut wird. Erst kommen die Jugendlichen aus der ganzen Welt, verbringen eine Zeit in den Diözesen der jeweiligen Kirche. Diesmal ist es etwas anders. Sie haben sozusagen eine Woche, anderthalb Wochen vor dem Weltjugendtag in Diözesen des gesamten mittelamerikanischen und südamerikanischen Raumes verbracht und sind dann nach Panama gekommen, wo sie auch in Gemeinden untergebracht sind, wo sie die Ortskirche näher kennenlernen dürfen. Und die finalen Tage, die folgen ja dieser Dramaturgie, dass erstmal gestern die Eröffnung war. Heute landet der Heilige Vater hier in Panama. Er ist ja sozusagen auch Gastgeber des Weltjugendtags. Und die nächsten Tage werden wir dann den Kreuzweg erleben, eine Vigilfeier und dann zum großen Abschluss die Heilige Messe am Sonntag. Die Cinta Costera ist ja 7 oder 8 Kilometer lang. Der Bereich, an dem gestern die Eröffnungsfeier war und eben die Hauptereignisse oder wichtige Ereignisse bis zum Freitag stattfinden, hat ja einen eigenen Namen erhalten. Er heißt jetzt Campo Santa Maria la Antigua. Was hat es auf sich damit? Ja, die Südamerikaner sind auch große Verehrerin der Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes von Antigua, das ist die Patronin von Panama, und zwar seit dem heiligen Jahr 2000. Und diese Mutter Gottes wird hier in Panama und in Mittelamerika, in der Karibik, ganz besonders verehrt. Und zwar ist es eine Mutter Gottes, die mit den ersten Eroberern, mit den Konquistadoren hier nach Panama gekommen ist. Sie stammt ursprünglich aus Sevilla und ist eine Mutter Gottes mit Kind. Und ihr Erkennungszeichen ist eine weiße Rose, die sie in der anderen Hand trägt. Und sie ist die erste Muttergottesstatue auf amerikanischem Festland, kann man das sagen? Ja, das kann man so sagen. Und von hier aus hat sich ja auch dann das Christentum, der katholische Glaube über ganz Südamerika und Mittelamerika verbreitet. Also nach Norden hin nach Mexiko. Und nach Süden dann über Kolumbien und andere Länder über den ganzen Kontinent. Wenn man über die Evangelisierung dieses Kontinents spricht, darf man, glaube ich, die Mutter Gottes von Guadalupe natürlich nicht außer Acht lassen, die auch eine wesentliche Rolle gespielt. Was war das Besondere an der Mutter Gottes von Guadalupe? Warum hat sie so eine große Wirkung gehabt und das, was von Panama ausgegangen ist, wirklich dann in ganz Lateinamerika auf dem ganzen amerikanischen Kontinent verbreitet? Also die Mutter Gottes von Guadalupe hat insofern eine wichtige Rolle gehabt. Erstmal ist sie auch einem Heiligen, dem ersten indigenen mexikanischen Heiligen erschienen, dem Heiligen Juan Diego.
Und man weiß ja bis heute nicht genau, wie dieses Bild entstanden ist. Es hat ja viele Geheimnisse, die im Laufe der Geschichte auch mit modernster Technik entschlüsselt worden sind. Aber dieses Bildnis hat dann ja bewirkt, dass sich diese ganze Region nochmal im Glauben gefestigt hat, was ja nicht immer so eine Sicherheit dargestellt hat. Ne? Es gab ja hier auch gewisse Naturreligionen, gewisse Sittenbräuche, die man gepflegt hat. Und das war eigentlich nochmal eine Bestätigung, auch für die Spanier, die hier gekommen waren, aber auch natürlich für die indigenen Völker, dass dieser eine Glaube der wahre Glaube ist. Und daraufhin hat sich ja auch dann die restlichen Teile Südamerikas, die noch nicht bekehrt waren, zum katholischen Glauben hingewendet. Eine Besonderheit bei diesem Weltjugendtag ist aber auch, dass die Mutter Gottes von Fatima, und zwar die Originalstatue, auch in dieser Woche hier beim Weltjugendtag angekommen ist. Die ist schon lange nicht mehr aus Portugal rausgekommen. Nein, das letzte Mal, dass sie Portugal verlassen hat, das war im Jahr 2000 im Heiligen Jahr, und zwar zu den großen Fatima-Feierlichkeiten in Rom, auf dem Petersplatz zusammen mit Johannes Paul II. Also erst das erste Mal seit fast 20 Jahren, dass diese Figur Portugal verlassen hat. Und das, nachdem ja letztes Jahr das große Jubiläum 100 Jahre Fatima, die Erscheinung von Fatima, weltweit begangen wurden. Papst Franziskus ist ja seinerzeit auch nach Portugal extra dafür hingereist. Also man kann sagen, man baut hier wirklich auf die Kraft und auf die Fürsprache der Mutter Gottes in der Evangelisierung, aber auch bei der Frage der Berufung der jungen Menschen. Also auch gestern beim Eröffnungsgottesdienst war ja gerade das ein wichtiger Punkt, aus der Hand der Mutter Gottes den Glauben zu empfangen und die Kraft zu empfangen. Also sie als Fürsprecherin und vor allen Dingen auch als Vorbild zu nehmen. Ja, die Grundfrage, die wir uns ja auch stellen können, ist ja, welche Rolle haben diese Weltjugendtage und worum geht es da? Zunächst einmal ist es ein Fest der jungen Menschen, es ist die junge Kirche, die Jugend, die auch dieses jugendliche Alter mit Elan, mit Hoffnung, mit Esprit, mit viel Freude und Ausgelassenheit begeht. Zum anderen ist es natürlich auch der Glaube, der gefeiert wird. Es ist ein Glaubensfest. Und das Dritte ist natürlich auch die Möglichkeit, vor allen Dingen in diesem Jahr für die Südamerikaner, für die Lateinamerikaner, Gemeinschaft im Glauben zu erleben und damit zu merken, die katholische Kirche ist eine Weltkirche. Wir sehen jetzt erste Bilder vom internationalen Flughafen in Panama-Stadt. Wir sehen das Podium, das für den Papst aufgerichtet worden ist. Eine ganze Banda ist herausgekommen, also eine Musikgruppe, die dort aufspielen wird und aufspielt. Es sind etwa 2000 Gläubige auch hier herausgekommen, 2000 Panamerier und mit sozusagen Teilnehmer des Weltjugendtages. Und wir sehen schon, es wird kräftig sozusagen gefeiert, eigentlich so, wie auch die Jugendlichen hier im Lande empfangen worden sind, die ja schon die Wochen der Begegnung erlebt haben und uns erzählt haben, dass selbst nachts, wenn sie angekommen sind, mit Musik in Empfang genommen worden ist. Also lass mal einfach ein bisschen diese Bilder vielleicht einfach mal auf uns wirken, diesen schönen Tanz, den Papst Franziskus gleich auch miterleben wird, diesen herzlichen Empfang, den auch die Jugendlichen gehabt haben. Ja, wir sehen hier die gläubigen Bilder, die hier herausgekommen ist, die Gruppe. Momentan ist es still, das Musikstück ist zu Ende, man erwartet den Heiligen Vater hier. Ich wollte noch mal kurz auf die Guadalupe noch mal zu sprechen kommen, weil das Besondere ist ja auch, dass die dargestellt ist als eine Indigene, als eine Frau aus dem Volk, aus dem indigenen Volk. Ja, das ist insofern bedeutsam, dass ja auch, wenn wir uns die Bevölkerungsstruktur von Panama anschauen, also Panama hat ungefähr 4 Millionen Einwohner und ein Großteil sind spanischstämmige Bewohner, also die sozusagen sich den spanischen Kolonisatoren verdanken, aber ungefähr 10%
stammen von indigenen Völkern ab oder haben ihre Wurzeln in indigenen Völkern. Und auch das, wie du richtig sagst, ein wichtiger Faktor, dass es einfacher ist, sich mit den eigenen Völkern und Sitten zu identifizieren. Und das trifft sicherlich auch für Panama zu. Da ist die Mutter Gottes den lateinamerikanischen Völkern hier ganz, ganz nahe gekommen. Sie hat ja auch am Handgelenk einen schwarzen Manippel, der auch deutlich sie zeigt als Schwangere. Das ist ein Zeichen sozusagen in dieser Region, dass eine Frau schwanger ist, wenn sie diesen schwarzen Manippel trägt. Und wie du richtig sagst, die Einflüsse hier sind ja deswegen auch so groß, weil Panama ja diese Landenge, also der schmalste Landstreifen, der auf dem gesamten Kontinent verläuft, hier in Panama liegt. Und da treffen sich natürlich einerseits Einflüsse von Kolumbien, aber natürlich auch von Mexiko. Und das trifft natürlich auch dann für die Mutter Gottes von Guadalupe zu, warum die auch hier besonders stark verehrt wird. Und der heilige Juan Diego ist ja einer der Weltjugendtagspatrone hier in Panama. Ja, vielleicht lass uns nochmal auf den gestrigen Abend zu sprechen kommen, der wirklich eine ganz, ganz großartige Eröffnung war. Was waren die Punkte der Erzbischof Ulloa, der Erzbischof der gastgebenden Diözese, des gastgebenden Erzbistums Panama, hat ja sehr emotional und sehr begeistert gesprochen. Ja, also erstmal hat man ihm die große Begeisterung und Dankbarkeit angemerkt, dass dieses kleine Land so ein historisches Ereignis, so ein Weltereignis für den südamerikanischen Kontinent ausrichten darf. Auch da wird eine Tradition fortgesetzt. Wir hatten ja einen Weltjugendtag in Rio, aber auch der erste Weltjugendtag 1987 fand in Südamerika, in Buenos Aires, in Argentinien statt. Und er hat natürlich zunächst einmal den Jugendlichen gedankt, dass sie aus der ganzen Welt hier hingekommen sind, um auch das Land und die Kirche in diesem Land zu erleben und auch im Glauben gestärkt dann zurückzukehren. Aber er hat auch gesagt, die Mutter Gottes kann für jede einzelne von ihnen ein Vorbild sein. Also das Vertrauen, das sie im Glauben auf Gott gesetzt hat, das dürfen auch sie haben. Und das ist ja auch das Motto des diesjährigen Weltjugendtags: Sieh, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und er hat auch gesagt konkret, was bedeutet der Glaube für einen jungen Menschen heute, dass es natürlich viele Versuchungen, viele Herausforderungen gibt, aber dass ein jeder Jugendliche hier auf seine Art und Weise auch ein Heiliger werden kann. Das ist also nicht etwas Abgehobenes, etwas für die wenigen, für die Auserwählten, sondern heilig zu sein, das kann jeder an dem Ort, wo ihn Gott steht, wo ihn Gott hinberuft, sein und umsetzen. Es war erstaunlich, dass da besonderer Beifall aufbrandete bei den Jugendlichen, auch als er die Namen der Heiligen, der Patrone genannt hat. Jeder Weltjugendtag hat ja Patrone oder des Weltjugendtages. Hier sind es eine ganze Menge Patrone. Es gehört natürlich Johannes Paul II. Immer dazu, Oscar Romero. Es kam großer Beifall aus für diese Vorbilder. Ja, ich meine, vor allen Dingen bei Johannes Paul II. Muss man sagen, dass er für einen Teil der Jugendlichen, nicht für alle, ja doch noch irgendwo präsent ist, auch als Initiator der Weltjugendtage. Und er ist ja auch hier in Panama verschiedentlich präsent. Er hat das Land selber 1983 besucht auf einer Pastoralreise. Und wenn man hier in den Kirchen einmal sich ein wenig umschaut, betet, dann kann man auch viele Bilder, Gemälde, Ikonen mit Johannes Paul II. Entdecken. Also deswegen auch sicherlich da ein besonderer Beifall. Und ja, der heilige Don Bosco, der Gründer der Salesianer, ist ja ein Jugendpatron. Er hat ja viel für Jugendpastoral gemacht. Und dann gibt es natürlich auch den heiligen José beispielsweise, ein Heiliger, auch hier aus Mittelamerika, der eine große Bedeutung hat für junge Menschen, weil er selber ein junger Mann eine junge Gestalt gewesen ist. Und man könnte noch ein paar andere Namen nennen. Hervorgehoben ist vielleicht noch der heilige Oscar Romero, vor allen Dingen auch als jemand, der sich konkret eingesetzt hat für die praktischen Anliegen, ja, auch von den Unterdrückten, von den Armen, da ein starkes Gebetsleben gehabt hat, das dann aber auch mit praktischen Taten, dem praktische Taten hat folgen lassen. Und der ja auch ein riesiges, er selber hat ja in El Salvador gewirkt, ein großes Apostolat dort aufgebaut hat und der dann leider halt während der Feier einer heiligen Messe erschossen worden ist. Und auch da haben wir wiederum die Klammer zu den Weltjugendtagen, weil er ist ja während der letzten Synode in Rom
also im Oktober 2018, von Papst Franziskus heilig gesprochen worden. Und auch dieses Anliegen, die Armen besonders im Fokus zu haben, ist ja ein Anliegen, das Papst Franziskus besonders wichtig ist. Das hat Oscar Romero besonders verkörpert. Man darf aber sicherlich diese Gestalt auch nicht nur auf einen Befreiungstheologen, was man später versucht hat, zu reduzieren, sondern ist eigentlich ein frommer, klassischer Bischof gewesen, der aber gleichzeitig auch gewusst hat, wie wichtig es ist, dass die Kirche heute nah beim gewöhnlichen Menschen ist. Wir sehen jetzt gerade das Flugzeug bei der Landung mit Papst Franziskus, die Alitalia, die aus Rom heute früh gestartet ist und jetzt etwa um ja, 3:45 Ortszeit hier zur Landung ansetzt. Und in wenigen Augenblicken werden wir den Touchdown von Papst Franziskus erleben, der zum ersten Mal als Papst natürlich hier nach Panama kommt, aber nicht der erste Papst ist, der in Panama landet. Nein, der erste Papst war der heilige Johannes Paul II. Und es ist ja eine weitere Reise, die sozusagen für Papst Franziskus ein Heimspiel darstellt, die ja selber auch aus Südamerika, aus Argentinien kommt. Die Jugendlichen, die sich hier auf dem Campo Santa Maria la Antigua versammelt haben, können das Ganze auch auf der großen Leinwand verfolgen und haben aufgejubelt, als der Flieger gelandet ist und sind einfach nochmal ein Zeichen, sozusagen wie groß die Spannung, wie groß die Vorfreude ist, hier mit dem Heiligen Vater, mit dem Papst zusammenzutreffen. Gestern Abend Berufung eben, jeder Einzelne ist Berufung, das ist, glaube ich, die ganz zentrale Botschaft, egal welcher Weg das ist, ob das die Berufung zur Ehe ist, und jeder ist ernst genommen darin. Und das in Heiligkeit, das war gestern auch nochmal betont, auch darin steht, auch durchaus Leiden auf sich zu nehmen, aufzuopfern, im Vorbild der Mutter Gottes. Und das andere war natürlich auch tatsächlich das Engagement für die anderen. Ja, also der Erzbischof hat ja die jungen Menschen dazu aufgerufen, ähnlich wie es auch Papst Franziskus tut, Protagonisten einer besseren Welt zu sein. Das heißt, nicht darauf zu warten, dass ältere Generationen, die meistens auch schon ausgefahrene Wege oder Pfade verfolgen, einfach nachzugehen, sondern auch neue Akzente zu setzen und zu sagen, man kann halt Dinge auch in der Welt verändern und verbessern. Und das setzt auch voraus, dass man auf den Nächsten erst einmal zugeht. Erstaunlich ja eigentlich auch dieses ganz konkrete Zeichen, dass nämlich der Heilige Vater jedem der zumindest lateinamerikanischen Pilger und Jugendlichen einen Dukat stellen. Sozusagen die katholische Soziallehre, heruntergebrochen kann man sagen, für Jugendliche oder in eine jugendliche Sprache genommen. Das ist ja eines der großen Projekte, die im Kontext des Dukat entstanden ist. Es gibt ja auch die Bibel, es gibt die Dukat für Kids und eben die christliche Soziallehre für die Jugendlichen hier, damit sie es eine Hilfe ist, damit sie zu diesen Protagonisten der Veränderung werden. Ja, also man kann sagen, dass ja der UCAT oder der DUCAT, der ein Ableger vom UCAT ist, mit Blick auf die katholische Soziallehre der Kirche, mittlerweile auch zu einem festen Bestandteil, zu einem festen Punkt der Weltjugendtage geworden ist, der sich gerade auch in den Ländern in Süd- und Lateinamerikas in großer Beliebtheit erfreut. Also die jungen Menschen haben in diesem Katechismus ein gutes Werkzeug, ein gutes Instrument entdeckt, um den eigenen Glauben vertiefen zu können und auch in die Welt hinauszutragen, weil ja die katholische Soziallehre ist ja sozusagen die Lehre der Kirche, wie man in allen Bereichen der Gesellschaft, in den Medien, in der Politik, in der Wirtschaft diese Grundprinzipien des Glaubens praktisch umsetzen kann. Ein Aspekt, der auch wichtig ist und gestern erwähnt worden ist, ist die Rolle der indigenen Bevölkerung. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der dem Papst wichtig ist. Es besteht ja auch bald die Amazonas-Synode in Rom bevor. Hier waren ja auch viele Projekte, die Adveniat uns zum Teil unterstützt, eben mit der indigenen Bevölkerung. Und die Woche vor dem Weltjugendtag war ja auch eine Woche der Möglichkeit für Jugendliche mit dieser indigenen Bevölkerung in Kontakt zu treten. Ja, teilweise, weil sie Gegenden besucht haben, wo die Indianer leben. Und zwar nicht nur in Panama, sondern auch außerhalb von Panama. Und zum anderen gibt es ja auch eine indigene Pastoral hier in Panama selber. Und sie hat zum Beispiel eine Delegation mit deutschen Bischöfen auch diese Orte besucht, um sozusagen das Leben, die Nöte und Herausforderungen, von denen die Indigenen heute stehen, zu verstehen. Denn man will ja auch bei so einem Weltjugendtag in den Austausch mit dem, was erstmal fremd und anders ist, eintreten, um dann, wenn man vielleicht nach Hause zurückkehrt und dann irgendwo in die Nachrichten nochmal etwas von diesen Völkern hört, sagen kann, okay, ich habe die mal getroffen, ich verstehe, was die für
Probleme, was die für Herausforderungen haben und was können wir auch als ein katholisches Hilfswerk, beispielsweise die Adveniat, konkret für die leisten. Denn die Indigenen haben nie so viele Rechte gehabt oder genossen wie die Bevölkerungen, die sich hier in Panama und auf dem Kontinent durchgesetzt haben. Und deswegen hat das auch dazu geführt, dass sie sich immer stärker aus dem Leben, aus dem öffentlichen Leben zurückziehen mussten. Ne? Beispielsweise die Indianer, die in diesen großen Dschungelgebieten an der Grenze zu Kolumbien leben, sind immer der Herausforderung durch große multinationale Konzerne ausgesetzt. Das hat auch einen ganz spezifischen Grund. In diesem Gebiet der Indianer dort befinden sich die größten Kupferlagerstätten des gesamten amerikanischen Kontinents, der gesamten amerikanischen Kontinente. Und da hatten die Indianer viel zu kämpfen, dass die Regierung letztendlich sie darin unterstützt hat, dass sie diese Reservate in ihrer ursprünglichen Form erhalten bekommen haben, weil ursprünglich die Regierung erst einmal darauf eingegangen war, diese Kupferlagerstätten, diesen großen Konzernen zu erschließen. Aber mit der Unterstützung, auch nicht zuletzt durch die Kirche, durch Bischöfe, die sich sehr stark für die Rechte der Indianer eingesetzt haben, ist es dazu letztendlich nicht gekommen. Es gab ja auch sogar einen ersten Welttag der indigenen Jugendlichen, die man extra eingebunden hat hier in den Weltjugendtag. Es ist zum ersten Mal vorgekommen. Ich weiß nicht, ob das eine Tradition werden wird, aber auch das zeigt nochmal die Bedeutung, die auch der einladende Papst diesem Thema schenkt. Ja, das ist ja so ein Grundmerkmal oder Grundanliegen des jetzigen Papstes, dass er ja immer auch auf die Randständigen oder die Marginalisierten stärker eingehen möchte. Und indem man in den großen Weltjugendtag, eigentlich im Vorfeld des großen Weltjugendtags, diesen indigenen Weltjugendtag organisiert hat, mit Indianern, nicht nur aus dieser Region, sondern aus dem gesamten Kontinent, wollte man sozusagen diesem Aspekt nochmal mit Blick auf die Jugend besonders Rechnung tragen. Ja, so hat es der Erzbischof gestern auch nochmal betont, also dass wirklich dass ein Weltjugendtag ist sozusagen der Menschen, die an der Peripherie leben. Also die werden sicherlich auch mit in den Mittelpunkt rücken, aber in dem Mittelpunkt steht natürlich nicht der Papst und nicht die Jugendlichen, sondern letztlich Jesus Christus, die Hinführung zu Jesus Christus. Auch das ist deutlich gemacht worden oder ganz deutlich geworden gestern. Ja, und man muss ja auch wissen, dass der Papst in ein Land kommt, das ja auch sehr stark durch große gesellschaftliche Gegensätze geprägt ist. Ja? Einerseits gilt Panama als die zweite Bankenmetropole nach der Wall Street im ganzen amerikanischen Bereich. Es hat eine große Freihandelszone in Colón, die zweitgrößte nach Hongkong. Hier in Panama sind mehr als 90 Banken angesiedelt, also es ist ein wirkliches Finanzzentrum. Es gibt eine Oligarchie, die hier sozusagen alle Geschäfte, alle wirtschaftlichen Bereiche in ihrer Hand hält. Wir sprechen von mehr oder weniger 200 Familien, aber wir haben auf der anderen Seite natürlich auch eine große und weit verbreitete Armut. Ne? Also diese Schere der Gegensätze klafft in diesem Land ganz besonders auseinander. Und deswegen darf es halt auch nicht erstaunen, dass der Papst sagt, die Kirche ist für alle da, nicht nur für die oberen 10.000. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn wir nach unten schauen, dann tun wir das, weil wir immer wieder die Bilder natürlich sehen und beobachten, was sich da auf dem Rollfeld tut. Es nähert sich wirklich der Augenblick, dass der Papst auch aus dem Flieger aussteigen wird. Wir haben gesehen, wie eben die Banner gesetzt worden sind, die Flaggen gesetzt worden sind im Cockpit vom Vatikan und von Panama Stadt. Und sehen hier schon die jubelnde Menge. Auch hier sozusagen jeder Meter, den der Papst sozusagen näher kommt, wird hier auf dem Campo Santa Maria Antigua mit Beifall bedacht. Und es wird, wenn der Flieger zum Stillstand kommt, zunächst einmal der Nuntius in den Flieger steigen und der Protokollchef, der Nuntius, ist ein Pole. Ja, für Besonderheit ist... Wir lassen uns erstmal überraschen, weil der Papst bricht ja auch gerne manchmal die Protokolle. Ne? Da dürfen wir uns auch ein bisschen mal überraschen lassen. Aber du meinst, es könnte jemand anders zuerst ins Flugzeug einsteigen, vielleicht? Das gibt es auch. Aber das Schöne ist, dass ja eine Journalistin aus Panama dem Heiligen Vater zu Beginn des Abflugs aus Rom so ein traditionelles Gewand, sieht ein bisschen aus wie ein Schal, geschenkt hat. Und das war sozusagen schon im Flugzeug auch entsprechend ein Hinweis darauf, wie herzlich
er begrüßt wird und hier willkommen geheißen wird und wie sehr man sich auf diesen Besuch freut. Denn im Flieger hat ja der Papst schon auch eine weitere Reise angekündigt. Und zwar will er im November dann nach Japan reisen. Das andere große Thema im Flieger war eine Reise in den Irak. Die Bischöfe des Iraks haben ja nach dem ganzen IS-Terror und dem großen Exodus der Christen immer gehofft, dass der Papst dieses Land auch besuchen kann. Das musste er leider im Flieger vor den Journalisten verneinen, weil dafür die Situation doch noch zu ungewiss und zu gefährlich ist. Der Staatssekretär war ja in beiden Ländern, um das vorzubereiten und vorzusprechen, also sowohl im Irak als auch in Japan. Aber die Japaner werden sich sicherlich freuen, wenn der Heilige Vater da kommt und diese Ankündigung macht. Er hat einige Reisen vor in diesem Jahr, Kurzreisen, aber auch längere. Schon nicht lange Zeit nach dem Weltjugendtag wird er dann nach Abu Dhabi fliegen. Er wird nach Abu Dhabi fliegen, da wird es um den interreligiösen Dialog gehen. Und später folgt dann auch eine Reise nach Rumänien. Da wird es ja um die ökumenischen, orthodoxen Fragen gehen. Also eigentlich ein ziemlich volles Reiseprogramm, das er sich in diesem Jahr vorgenommen hat. Aber jetzt steht natürlich erstmal Panama ins Vordergrund. Jetzt fährt Panama an und der Flieger... Der Alitalia ist auch jetzt zum Stillstand gekommen. Und wir haben schöne Bilder eigentlich jetzt aus der Luft, wie auch gestern fantastische Bilder aus der Luft hier ja. Von der Cinta Costera waren. Und der rote Teppich ist ausgerollt. Alles steht bereit für den Papst. Wir haben eben vorhin auch Bilder schon von der Delegation gesehen. Ich sage nochmal, ich schaue hier runter, weil ich auf den Bildschirm schaue, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit wir da auch wirklich nichts verpassen, Sie nichts verpassen, wir auf das eine oder andere dann wieder gemeinsam da kommentieren können. Es wird also jetzt nicht mehr lange dauern und der Papst wird zum ersten Mal panamaischen Boden betreten. In welches Land, was kann man noch zu diesem Land sagen? Bevölkerungssituation ist ja eigentlich ein, man kann sagen, Vielvölkerstaat, der sich zusammensetzt. Sehr viele Mestizen sind hier. Wie ist da die Zusammensetzung? Ja, die meisten sind Mestizen, also haben ihre Herkunft einerseits in den Spaniern, die hier vor mehr als 500 Jahren hingekommen sind, und indigenen Völkern, die sich gemischt haben. Die bilden den Großteil aus, 75-80%. Und dann haben wir noch ungefähr 10% indigene Völker, die Kuna-Indianer und noch andere Indianerstämme. Und dann haben wir noch ungefähr 10% afrikanisch-stämmige Bewohner, die vor allen Dingen als ursprünglich Sklaven über die Karibik hier nach Panama hingekommen sind. Denn die Sklaven oder man kann auch sagen, die ersten Migrantenströme, die wir in der Geschichte erlebt haben, sind nicht die heutigen, sondern eigentlich diejenigen, die sich hier in der Karibik, in Panama ereignet haben. Und zwar immer dann, wenn große Projekte angestoßen werden sollten. Ne? Sei es unter den Spaniern oder später dann natürlich auch vor allen Dingen unter den Engländern, Franzosen und Amerikanern. Ne? Aber vor allen Dingen die Spanier haben hier eine große Rolle gespielt und der Katholizismus ist zunächst einmal auch durch diesen spanischen Katholizismus sehr stark geprägt worden. Das sieht man bis heute an den Kirchen, an der kirchlichen Architektur in diesem neokolonialen Stil. Das merkt man auch an der Musik, das merkt man an der Folklore. Beispielsweise eben haben wir die Gewänder gesehen, dieser Tanzgruppen. Die sind ja alle sehr stark durch spanische Traditionen geprägt. Und das hat sich eigentlich bis in den Glauben auf den heutigen Tag fortgesetzt. Ja? Panama scheint erstmal ein kleines Land zu sein, klein von der Fläche, hat ja auch nur 4 Millionen Einwohner. Aber Vergleich ist an der Größe von Bayern etwa. Vergleichbar, aber an einer ganz zentralen Stelle auf dem Kontinent. Die Gangway ist jetzt herangeführt worden. Also es kommt gleich sozusagen der... Und zwar ist es ja die kürzeste Enge, die wir zwischen dem Atlantischen Ozean und dem Pazifik, dem stillen Ozean, haben. Und es war immer schon in der Geschichte die große Versuchung und Herausforderung, dass man einen Kanal einmal bauen kann, dass die Leute auf einem viel schnelleren Wege aus dem Atlantik nach in den Pazifik hinein gelangen können. Und das ist ja dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit dem Panama-Kanal, auf den wir sicherlich in diesen Tagen noch mal näher zu sprechen kommen, ganz besonders gelungen. Geografisch wie geopolitisch interessant, eigentlich eine Kreuzung von zwischen Pazifik und Atlantik und auch Nord und Süd. Also irgendwie ein Land, wo man sagen will, ein Land, in dem die Kreuzesform eine ganz besondere Rolle spielt. Man spricht ja von Panama immer als von einem Transitland.
Land, weil es immer diese großen Ströme vom Norden in den Süden, vom Süden in den Norden, von Ost nach West erlebt hat. Und das eigentlich über alle Jahrhunderte. Wir sehen gerade den panamaischen Staatspräsidenten, der zur Gangway geht mit seiner Ehefrau, José Carlos Varela. Und er hat sich im Vorfeld auch sehr stark eingesetzt, dass dieser Weltjugendtag hier stattfinden kann. Und er lässt auch keine Gelegenheit verstreichen, Papst Franziskus auf seinen Reisen weltweit zu begleiten. Er ist ja unter anderem auch beim Weltjugendtag in Krakau mit dabei gewesen. Und er wird jetzt den Heiligen Vater begrüßen. Also bekannt als praktizierender Katholik auch, der sich sicherlich auch unter dem Aspekt als Gläubiger sehr besonders auf den Heiligen Vater freut. Er ist ein praktizierender Katholik und er steht auch, was ja kein Geheimnis ist, dem Opus Dei nahe. Und hat auch viele Projekte des Opus Dei in diesem Land hier gefördert. Er ist seit dem 4. Mai 2014 Präsident der Republik Panama. Mit unten an der Gangway steht auch der Nuntius, aber vorne an dem Teppich, wie gesagt, Staatspräsident Juan Carlos Varela und seine Frau Lorena Castillo Garcia. Ganz kurz vielleicht nur zum Namen Panama. Ne? Ja. Auch das kommt eigentlich von einem anderen Begriff. Die Spanier, als sie hinkamen und auf die, zum ersten Mal auf die Pazifikseite vorgedrungen und die indigenen Völker getroffen haben, die sprachen immer von dem Panama. Und das meint eigentlich die fernen oder die weit entfernten Länder, weil die Spanier waren auf der Suche nach Gold und Silber. Und sie haben aber dieses Panama nicht richtig verstanden zu Beginn. Sie sprachen ja auch nicht die indigenen Sprachen. Und daraus haben sie dann das Panama gemacht. Und das ist dann der Name dieses Landes geworden und bis heute geblieben. Also im Prinzip ein Missverstehen, ein nicht genaues Verstehen, was die indigenen Völker damals gesagt haben. War die Zeit der Blüte, als hier von hier aus Gold und Silber exportiert worden ist? Ja. Also im Prinzip die Eroberungen Spaniens hier haben dazu geführt, dass Spanien dann immer 15. und 16. Jahrhundert zur ersten Weltmacht, zur ersten globalen Macht, viele Jahrhunderte vor den USA aufsteigen konnten. Und einer der Hauptgründe war, dass man, indem man dann über die Pfade, die man sich hier dann eröffnet hat, aufgebaut hat, dann an das Gold in Südamerika und auch an das Silber, in den Silberminen rangekommen ist, also über Bolivien, Peru. Und dieser Reichtum, der dann transportiert worden ist nach Europa, der hat letztendlich die Weltmacht Spanien begründet. Ne? Und es gibt ja noch bis heute in Panama Spuren dieser ersten Wege. Die Tür öffnet sich des Fliegers. Man sieht ihn schon. Und jetzt geht der Nuntius von Panama, der Erzbischof Adamczyk Miroslav, in das Flugzeug hinein, um den Heiligen Vater zu begrüßen, gemeinsam mit dem Chef des Protokolls. Währenddessen machen sich der Präsident der Republik Panama und seine Gemahlin auf den Weg zur Gangway. Wir sehen schon den Heiligen Vater noch im Flugzeug. Und in wenigen Blicken wird er die Gangway herabsteigen. Er unterhält sich dort noch kurz mit dem Nuntius. Und jetzt brandet auch hier auf dem Feld, auf dem Campo, großer Jubel auf. Und auch dort auf dem Flughafen, auf dem Nationalflughafen von Panama statt. Papa Francisco. Papst hat jetzt einen langen Flug hinter sich gebracht. Auch er wird erstmal Zeit brauchen, wenn er die überhaupt kriegt, um sich auch hier zu akklimatisieren. Aber er legt Wert darauf, glaube ich, selbst herunter, nicht begleitet zu werden, sondern wirklich mit eigener Kraft, mit eigener Dynamik diese Treppen hinabzusteigen. Er wird jetzt von zwei Mädchen begrüßt, von zwei Kindern in traditioneller Kleidung, die ihm Blumen überreichen. Und jetzt die erste Begegnung mit dem Präsidenten von Panama, Varela. Ja.
Papst ist, folgt ihm. Aber hören wir erstmal der freudigen Musik dort zu, dem freudigen Empfang, der dem Heiligen Vater bereitet wird. Schon zu Beginn wird die Weltjugendtagshymne gespielt. Sag mir mal genau wieder wann. Also der Papst im Gespräch mit dem Präsidenten-Ehepaar gelöst und freudig, das kann man sehen. Ich glaube, immer da, wenn er nach Lateinamerika kommt, sieht man auch diese Gelöstheit, dass er da wirklich irgendwie in seine Heimat zurückkommt. Ja, ist ja ein Heimspiel und das kennt man ja auch beispielsweise von Johannes Paul II. Und seinen Reisen nach Polen, dass man sich ja besonders wohlfühlt, wo einem die Mentalität und Kultur der Menschen nahe liegt. Und ich glaube, das trifft halt für Mittelamerika genauso für Südamerika zu. Also er kommt zurück in die Heimat, kann man sagen. Er kann in seiner Muttersprache reden, das wird uns sicherlich auch das eine oder andere Spontane mit sich bringen, dass er sicherlich auch von seinen Redemanuskripten, Ansprachen hin und wieder abweichen wird und frei reden wird, was ihm ja ganz besonders liegt und Freude macht. Also er kann hier direkt aus dem Herzen sprechen, winkt den Menschen zu, die hier herausgekommen sind und ihm einen wirklich warmherzigen Empfang zu bereiten. Die Bühne ist bereitet. Es geht hier um ein protokollarisches, offizielles Foto. Reden, Ansprachen sind hier an dieser Stelle noch nicht vorgesehen. Das wird alles morgen bei dem Höflichkeitsbesuch beim Staatspräsidenten dann sein. Und hier werden im Moment keine Worte gemacht, es werden persönliche Worte ausgetauscht. Aber hier geht es einfach um das offizielle Foto für die Journalisten, für die vielen Journalisten, die natürlich hierher gekommen sind, um den Weltjugendtag zu begleiten, um auch den Staatsbesuch, der ja auch immer ist, davon zu berichten und Bilder natürlich mit nach Hause und in die Heimat zu schicken. Wir hören jetzt die beiden Hymnen. Zum einen die Hymne von Panama und zum anderen jetzt als erstes die Hymne des Vatikanstaates. Thank you.
war die Hymne von Panama, die auch hier an der Cinta Costera kräftig mitgesungen wurde von den vielen, ja, doch ein paar tausend Jugendliche, denke ich, die hier rausgekommen sind und um den großen Bildschirm, quasi Public Viewing, den Heiligen Vater und seine Ankunft hin zu verfolgen. Und jetzt werden Mitglieder der panamesischen Delegation dem Heiligen Vater vorgestellt, also aus Regierung und zivilen Behörden. Der Heilige Vater, im Anschluss werden dann die Delegation des Heiligen Vaters vorgestellt, dem Präsidenten. Die Reise des Papstes, Anlass ist natürlich der Weltjugendtag, aber es ist immer auch ein Staatsbesuch und es gibt natürlich immer auch die Begegnung mit dem Staatschef dazu. Jetzt schon eine erste Begegnung auf dem Flugfeld, aber morgen auch ein persönliches Gespräch, ein privates Gespräch. Ja, es ist ja Brauch, dass es neben dem Begegnung mit dem Staatschef immer auch zu einer Begegnung mit den Vertretern des öffentlichen und des zivilen Lebens und des diplomatischen Korps kommt. Und dort versucht ja der Papst dann immer auf soziale und politische Anliegen einzugehen, die ihm besonders am Herzen liegen, weil das dadurch natürlich auch eine weite Verbreitung, diesmal vor allen Dingen auch in Südamerika, in Lateinamerika finden wird. Und auf der anderen Seite kommt es dann auch immer wieder zu einer Begegnung mit den Bischöfen des Landes. Da versucht er dann stärkere Impulse für das Glaubensleben in der jeweiligen Ortskirche zu geben und die Bischöfe auch zu ermutigen, neue Akzente zu setzen. Man kann sich da ja schon mehrere Themen sicher vorstellen. Ich meine, es wird um die indigene Bevölkerung möglicherweise gehen, natürlich um die sozialen Unterschiede und wahrscheinlich ist auch Ökologie ein Thema. Ja, das ist sicherlich auch ein Grund, warum der Papst dieses Land gewählt hat. Panama ist, was seine Natur angeht, seine Biodiversität angeht, sicherlich ein Juwel, kann man sagen, auch auf dem südamerikanischen, lateinamerikanischen Kontinent. Beispielsweise die Vogelwelt, kann man sagen, 10% der Vogelarten weltweit kommen hier in diesem Land vor. Also wir sprechen von ungefähr 800, 900 Arten. Das gibt es nicht an vielen Orten weltweit. Und auch der Dschungel in bestimmten Teilen ist hier einzigartig und einmalig, wie auch ein Teil der Inseln, die Panama vorgelagert sind, die teilweise vergleichbar sind mit dem, was wir klassisch von den Galapagos-Inseln und Ecuador kennen. Und wie wir wissen, ist ja der Papst einer, der das ökologische Anliegen sich besonders auf die Fahnen geschrieben hat. Er hat ja auch eine Enzyklika zu diesem Thema herausgegeben, Laudato Si. Und dieses Anliegen ist ihm hier sicherlich, werden wir sicherlich merken, wird auch hier pointiert in Szene setzen. Jetzt wird gerade Kardinalstaatssekretär Parolin vorgestellt. Die Delegation des Heiligen Vaters ist nun an der Reihe und begrüßt natürlich den Heiligen Vater selbst, aber vor allem in diesem Fall auch den Präsidenten Varela und seine Gattin. In der Delegation des Heiligen Vaters haben wir unterschiedliche Kardinäle, die in der römischen Kurie besonders mit Lateinamerika zu tun haben. Das ist vor allem der Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, aber das sind natürlich auch Kardinäle, die beispielsweise in der Lateinamerika-Kommission des Vatikans sitzen, also Kardinal Wellett beispielsweise. Oder auch Kardinäle, die selber aus Südamerika stammen. Da bietet sich das natürlich an, dass sie ihn begleiten und auf der apostolischen Reise hier stärken. Kardinal Maradiaga war gestern schon hier und hat hier auch schon konzelebriert. Er ist also quasi vorgereist. Gut, ist ja auch eher seine Heimatregion. Ja, das ist ja sozusagen nur ein Sprung über die Karibik. Und er ist ja auch ein enger Freund und Vertrauter des jetzigen Pontifex. Man hat ihn auch bei der Bischofssynode eigentlich ständig an der Seite, bei der Jugendsynode ständig an der Seite des Heiligen Vaters da gesehen. Jetzt darf der Heilige Vater die Freude haben, sich der Musik hinzugeben bzw. zuzuhören. Die Tänze, die dort aufgeführt werden, das Präsidentenpaar begleitet den Heiligen Vater jetzt zu einem Auto, zu einer geschlossenen Limousine zunächst. Und die Menschenmenge jubelt ihm herzlich zu. Die Limousine steht schon bereit.
die den Heiligen Vater nachher in Richtung Nunziatur bringen wird. Ja. Aber wie es heißt, soll er an einer Stelle dann umsteigen, tatsächlich ins Papamobil, weil man sich vorstellen kann, dass hier in Panama-Stadt die Straßen gesäumt sein werden auf dem Weg, den der Papst nimmt Richtung Nunziatur. Das sind etwa 28 Kilometer. Ich glaube, die werden gesäumt sein. Ja, auf jeden Fall. Es ermöglicht auch vielen Einheimischen, einen Blick auf den Heiligen Vater zu ergattern und so einen ersten kurzen Kontakt mit ihm aufnehmen zu können. Und diese Möglichkeit wird er sich sicherlich nicht entgehen lassen. Wir können uns darauf überraschen lassen. Wir sehen hier auch nochmal ein großes Willkommenstransparent. Willkommen, Heiliger Vater, in den panamesischen Farben und mit dem Logo des Weltjugendtags. Und hier wird auch nochmal eine Begrüßungstanz für den Heiligen Vater vollführt. Ja, wunderbar, farbige Tracht, farbiges Bild, farbenfrohes Bild. Erinnert mich auch an diesen stimmungsvollen Empfang, den er in Mexiko gehabt hat. Also die Latinos, die Lateinamerikaner können das einfach feiern. Und es ist immer ein buntes Bild. Fiesta. Von morgens bis abends. Die Vorführung wird mit dem Beifall auch des Heiligen Vaters bedacht, der sich ganz herzlich für die Vorführung bedankt. Und viele Menschen rufen ihm natürlich zu, dass er sich noch einmal ihnen zuwendet. Papstrufe, Viva el Papa-Rufe haben wir hier oft gehört. Und der Papst begrüßt die Bischöfe auch Panamas und Zentralamerikas, mit denen er ja morgen nochmal eigens zusammenkommen wird. Das werden wir natürlich alles übertragen für Sie ausführlich, sowohl den Besuch, den Höflichkeitsbesuch, als auch seine Ansprache, sein Zusammenkommen mit den Vertretern des zivilen und des öffentlichen Lebens und des diplomatischen Korps und im Anschluss also auch ein dichtes Programm, dann ein Zusammentreffen des Heiligen Vaters mit den Bischöfen Zentralamerikas. Hier sieht man, dass er einige natürlich schon lange kennt. Ja, also er hat Freunde unter den Bischöfen. Es geht nicht zuletzt für den Erzbischof von Panama. Panama hat ja mittlerweile auch einen Kardinal, Kardinal Mestroyan, aus seiner anderen Diözese hier in Panama, dem Bistum David. Und es ist eine Kirche, die hat ja 7 Bistümer, ein Vikariat und eine Territorialprälatur. Also ja, herrliche, sozusagen auch noch Missionsgebiete. Herrliche Bilder, wenn man da einfach hinschaut. Also jetzt wird der Papst auch nochmal, der Jubel zieht ihn doch so stark an, dass er zu den Menschen nochmal geht, noch nicht ins Auto einsteigt, sondern sich die Chance auch nicht nehmen lässt und dieses Zeichen doch nochmal näher zu den Menschen zu kommen, die hier sicherlich lange draußen gewartet haben und das bei eben schwülen und sehr, sehr warmen Temperaturen. Wunderbares Zeichen einfach dieser Herzlichkeit des Heiligen Vaters. Und er ist ja ein Typus, würde man sagen. Er möchte am liebsten jeden Einzelnen da umarmen und die Hand geben. Ein Papst, der schöpft ja auch immer Kraft aus diesem Bad in der Menge, das er da führen darf. Und ich meine, im Zeitalter der Digitalisierung sehen wir jetzt gerade auch in den Bildern, werden die ganzen Smartphones in die Luft gestreckt, weil jeder will ja sein Foto vom Heiligen Vater dann auch mit nach Hause nehmen und sagen, das ist der Moment, wo ich ihm besonders nahe gekommen bin. Ja, da hat man oft die Alternative, entweder schaut man ihn direkt an oder man hat ihn nur noch auf dem Foto. Also das sind oft Dinge, die einen dann wahrscheinlich oder viel entweder vor Ort man konzentriert sich auf die Begegnung oder man konzentriert sich auf die technischen Geräte. Ne? Ich glaube, das ist heute sicherlich eine besondere Herausforderung. Früher konnte man sich wahrscheinlich in der Tat stärker auf die Begegnung konzentrieren, aber ich denke, das ist ja auch einfach ein freudiges Erlebnis für viele, sicherlich ein einmaliges Erlebnis. Jetzt nimmt der Papst auch ein Kind, kriegt ein Kind gereicht und hat es gerade geküsst. Das sind Erinnerungen, die bleiben einfach in den Familien. Das ist einfach, ich denke, so eine konkrete Tat ist auch wieder eine Stärkung. Und für die eine oder andere Familie im Glauben, dass der Heilige Vater, der Nachfolger Petri, für den wir ja immer aufgefordert sind, auch zu beten. Und da darf ich die Zuschauer bitten, das zu tun. Kind gereicht. Also. Ja, stimmungsvolle Bilder. Schauen wir die uns einfach mal in Ruhe ein bisschen an. Genießen Sie diese Bilder mit uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Das wird noch einiges dauern, bis er ins Auto steigt, scheint mir. Sein Besuch hat ja auch erst begonnen und er hat ja auch ein volles und strammes Programm in den kommenden Tagen. Und wir können auch davon ausgehen, dass es neben den offiziellen Punkten auch sicherlich das ein oder andere nicht offizielle geben wird, wo der Papst spontan die Möglichkeit nutzen wird, nochmal eigene zusätzliche Akzente zu setzen. Vielleicht trifft er sich auch mit Jesuiten, die hier tätig sind, wie er es ja auch auf seinen bisherigen Pastoralreisen getätigt hat.
wo er, weil er selber ja auch Jesuit ist und eben auch die Nähe zu den Gemeinschaften in den jeweiligen Ländern sucht. Also wir dürfen gespannt sein auf die nächsten Tage und uns auf die nächsten Tage freuen. Sie, liebe Zuschauer, natürlich auch auf unsere Live-Übertragung. Wir werden umfangreich übertragen. Ich darf Sie darauf hinweisen, wenn Sie sehen wollen, wann wir übertragen, auf unsere Website auch, ewtn.de bzw. auf panama19.de. Wir haben eine spezielle Website für alle Ereignisse, alles, was sich hier zuträgt, dass Sie unsere Live-Übertragung mitverfolgen können und unseren Blog auf panama2019.de und natürlich auch auf sämtlichen sozialen Medien sind wir präsent und berichten natürlich über diese Live-Übertragung hinaus sehr umfangreich und freuen uns natürlich auch den Jugendlichen sozusagen daraus die Möglichkeit zu geben, sich auch dort zu versammeln, gemeinsam vor dem Bildschirm zu versammeln, um die kommenden Ereignisse mitzunehmen, zu teilen. Und wir haben ja hier die Zeugnisse von Jugendlichen auch gesehen, die gesagt haben, das ist es genau, wenn sie hier den Weltjugendtag erleben, das wieder mit nach Hause zu bringen. Dass dieser Funke dort, auch was die Evangelisierung angeht, überspringt. Das haben ja die Jugendlichen, die wir bei der Pressekonferenz auch erlebt haben, nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht. Ja, es geht darum, Weltkirche zu erfahren. Sie merken, die Kirche ist eine universale Gemeinschaft, die über den ganzen Globus ausgespannt ist. Und auch eine Stärkung im eigenen persönlichen Glaubensleben zu erleben. Weil ja nicht überall, sowohl hier wie auch in unserem Land, nicht jede Gemeinde heute noch so aktiv ist, weil sie so viele junge Menschen hat. Und wenn junge Menschen die Möglichkeit haben, einmal an einem Weltjugendtag teilzunehmen, erfahren sie durch diese Begegnung mit Gleichaltrigen, mit Gleichgesinnten, eine Bestärkung in ihrem eigenen Leben und zehren dann noch viele Jahre und Jahrzehnte danach. Also das ist schon ein Erlebnis, eine Erfahrung, die junge Menschen häufig sehr nachhaltig prägt. Also ein Riesenvermächtnis zum heiligen Johannes Paul II. Da muss man immer dran denken, wie viele Berufungen, wie viele Lebenswege Weltjugendtage schon geprägt haben. Wer das weiß, nur der liebe Gott allein ist wahrscheinlich eines der Geheimnisse, die wir hier nie herausfinden würden. Es gibt ja derer viele. Die Kolonne mit dem Fahrzeug des Heiligen Vaters hat sich jetzt in Bewegung gesetzt. 28 Kilometer liegen vor Ihnen bis zur Nunziatur. Das ist eine neue Nunziatur, die seit 2016 erst, also jedenfalls die Nunziatur ist umgezogen. Es gibt natürlich schon länger eine Nunziatur hier in Panama, aber 2016 hat die Regierung um den Umzug gebeten, der ist vollzogen worden und da geht es jetzt hin. Ja, es ist, das zeigt auch nochmal die Bedeutung der Kirche in diesem Land. Diese neue Nunziatur ist durchaus auch ein Prestigeobjekt. Es hat im Vorfeld Diskussionen gegeben, aber wir werden sicherlich auch in den kommenden Tagen nochmal näher darauf eingehen können, was auch mit der alten Nunziatur geschichtlich Besonderes auf sich gehabt hat, denn sie hat ja in einem bestimmten Moment 1989, als die USA Panama eine Invasion durchführen ließ, hier eine große Rolle gespielt. Aber das erfahren wir noch in den kommenden Tagen. Wir können auch die Zuschauer einladen, jetzt mit diesen Bildern sich ja auch nochmal einzustimmen auf die kommenden Tage, denn wir werden ja auch bei den anderen großen Ereignissen präsent sein. Es geht bereits morgen schon weiter und zwar ab 15.30 Uhr mit dem Höflichkeitsbesuch des Papstes beim Staatspräsidenten Varela. Und da wird es auch dann zu einer Begegnung mit den Vertretern des öffentlichen Lebens und der Zivilgesellschaft kommen und danach mit den Bischöfen Zentralamerikas. Aber entscheidend dann am Abend um 23 Uhr die große Willkommensfeier mit Papst Franziskus hier an der Cinta Costera auf dem Canto Santa Maria la Antigua. Und wir laden natürlich die Zuschauer ganz herzlich ein, mit uns dann dabei zu sein und sich auch von diesem jugendlichen Elan vom Heiligen Geist begeistern zu lassen und ja auch im eigenen Glaubensleben bestärkt zu werden. Der Papst wird heute Abend noch die Freude haben vor der Nunziatur, dass ihn dort Jugendliche auch begrüßen und willkommen heißen werden. Es wird dort auch natürlich die Mitarbeiter dieser Nunziatur werden ihn begrüßen. Also jetzt geht es für ihn auf die Fahrt, 28 Kilometer. Sie, liebe Zuschauer, waren dabei. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie hier dabei waren auf die kommenden Ereignisse und Übertragungen, hat Robert Rauhut Sie eben aufmerksam gemacht. Wir wünschen Ihnen bis zur nächsten Übertragung und überhaupt eine gesegnete Zeit. Adios und auf Wiedersehen.